Einen wunderschönen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir warten jetzt noch die restliche Zeit ab, denn wir sind auf Belagerungstour vor der Burg von Thalmberg und mal gucken, ob jetzt irgendwas passiert, weil wir haben ja jetzt den Angriff mehr oder weniger befohlen, dadurch, dass wir mit dem Tribok schon den Angriff durchgeführt haben, einen Stein geschmissen haben und auch getroffen haben. Und mal gucken, ob das jetzt schon ausreicht, der zweitägige, nein. Wie sieht denn eigentlich das Ding aus? Sieht ja immer noch so aus. Ich glaube, ich muss jetzt so warten, ne? Ich weiß nämlich nicht, wie lange. Wichtig ist auf alle Fälle zu wissen, wir können warten, ohne dass wir Verluste erleiden. Wir sind also eigentlich nicht mehr hungrig oder verlieren Energie beim Warten. Aber ich befürchte, wir müssen austesten, wie lange wir warten müssen. Also eigentlich haben wir schon jetzt... Na toll, beim besten Kegelwetter. Okay. Da Herrn Divish Spanner noch nicht über Thalmberg gehisst ist, müssen wir wohl stürmen. Genau, dieser Ishtvan ist ein sturer Bastard. Genau. Also gut, wann geht's los? Jetzt. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du bereit? Falls du dich noch ausruhen willst, wir können etwas warten. Nee. Die nächste Gelegenheit kriegst du erst, wenn wir gewonnen haben. Oder du auf ewig ruhst. Oh, Feuer. Gut zu wissen. Wir greifen von zwei Seiten an. Am Nordtor und an der Westmauer, die wir mit Leitern erklimmen. Der Angriff erfolgt in mehreren Schritten. Erst wird die äußere Mauer eingenommen, dann die Kernburg und schließlich der Palast und der Turm. Okay, wie nehmen wir den Wehrgang ein? Indem wir die Westmauer erklimmen oder mit Hilfe der Männer vom Tor, wenn sie denn durchbrechen können. Okay. Wie wollen wir das Tor einnehmen? Zuerst versuchen wir mit dem Tribok so viel Schaden wie möglich anzurichten. Kieser meint, er könne es treffen. Aber selbst wenn er das kann, werden wir uns auf dem Weg zum Fallgatter durch einen Pfeilhagel kämpfen müssen. Fallgatter? Zum Glück ist es aus Holz. Wir können es also aufbrechen. Aber die Verteidiger in der Vorburg werden es uns nicht. Da sind doch nicht so viele drin. Und wie lautet der Plan für den Angriff auf die Westmauer? Zuerst müssen die Männer mit den Leitern an die Mauer. Schwierige Sache. Keine leichte Sache ist. Wir müssen also so gut wie möglich gedeckt werden. Wenn die Leitern stehen, stürmen die Männer los und erklimmen die Mauer. Sobald ein paar den Wehrgang erreicht haben, sollten wir schnell die Oberhand gewinnen. Und die Kernburg? Das wird hart. Selbst wenn wir durchs Tor und die Vorburg kommen, haben wir noch lange nicht gewonnen. Die Burg ist so angelegt, dass wir für die Bogenschützen auf dem inneren Wehrgang wie Hühner in einem Pferch sind. Wir müssen uns entweder durchkämpfen oder sie irgendwie umgehen. Mhm. Was ist mit den Wohnbereichen? Ich sorge mich um die Geiseln. Sobald wir drin sind, weiß Ishtvan, dass die Niederlage unvermeidlich ist. Aber dennoch werden wir erbittert um jeden Raum kämpfen müssen. Okay. Ich denke, ich weiß nun über alles Bescheid. Willst du dich dem Angriff auf das Tor oder auf die Westmauer anschließen? Denk daran, viele Skalitzer werden dir folgen. Das könnte entscheidend sein. Ich werde beim Angriff auf die Mauer helfen. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich von einem Rotzbengel zu einem Zähl... Ich konnte ja nicht auswählen. Sei der Himmel mein Zeuge. Wir treten diesen Hurensöhnen in den Arsch. Ein Dörfler und ein grauer Ritter? Ishtvan zittert bestimmt wie Espenlaub. Wenn er nicht zittert, weiß er nicht, was ihn erwartet. Eine Sache noch. Egal, wie gut ein Plan ist, irgendwas geht immer schief. Halte die Augen offen und packe jede Gelegenheit beim Schopfe. Geh den anderen bei und stürz dich nicht in einen aussichtslosen Kampf. Ja, ja, wir müssen Papa. Die Festung schrittweise erobern. Eins nach dem anderen. Ich werde daran denken. Viel Glück, Grünschnabel. Viel Glück auch dir, grauer Ritter. Okay. Wow. Wow. Ach, guck mal, unsere Klamotten sind geputzt. Feuer! Na? Was nun?
Attacke! Mir nach, ich folge! Mir nach, ich folge! Oh oh. Na komm. Jetzt wird spannend. Ja, spannend. Oh, komm, Ladebildschirm. Los. Ach, Spiel, komm. Ich will spielen, nicht warten. Erstürme die Mauer. Okay. Ich komm doch. Ich komm doch. Mal gucken, ob wir hier irgendwie behilflich sein können. Okay. Wo ist unser Schild? Haben wir doch an. Ich komme. Ich bin der Erste. Ich werde sowas von sterben. Was? Stopp? Ibims. Okay, der ist schon mal. Okay, der ist hin. Du stirbst. Okay, der ist tot. Ich hab Pfeile. Oh. Da liegt schon einer. Ach Gott. Oh. Okay. Ihr gesehen, ihr Lumpen. Was? Bist du böse oder meiner? Okay. Ja, der ist einfach umgefallen. Ich bin unschuldig. Na. Halt. Na. Okay, der ist breit. Oh, du bist auch breit. Jawohl. Unsere Fertigkeit ist super. Wir sind zwar nicht so stark, aber wir können viel schneller zupieksen. Was? Ah, weg mit dir. So, wo haben wir noch was? Weg mit dir. So, du bist auch weg. Kommt, ihr müsst da alle machen hier. Los, weg mit dir. Okay. Wow. Wow. Du bist im privaten Bereich. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Okay. Nix. Was? Agilität? Warte mal, ich habe einen neuen Spezialisierungspunkt. Kleinen Moment. Werte. Stärke. Guck mal hier. Oh, Huckepack.
Okay, Wildschwein. Ah, das lernen wir jetzt mal. So. Vitalität haben wir 2. Bringt uns aber nicht viel weiter. Okay. Leider bringt uns das jetzt hier nichts. Kampf haben wir noch, Verteidigung nach oben. Was ist das hier? Deine Rüstung ist in Dialogen 30% furchterregender als üblich. Okay. Machen wir. Bringt zwar jetzt nicht mehr so viel. So, hier ist aber nichts weiter. Die Frage ist, wo können wir denn hier noch punkten? Da vorne. Okay. Was? So. Ich habe hier schon aufgeräumt. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt noch hin soll. Oh, meine Ausdauer. Ich glaube, ich muss da oben helfen, oder? Ah, in die andere Richtung. Stimmt. Warte mal, hier hinten. Ich komme. Hier zum Beispiel können wir... Ach so. Pass auf, daran kriege ich doch Ärger, weil ich hier rumgelaufen bin, weißt du? Huch. Ah, guck mal hier, die brauchen noch Hilfe. So. So. Was? Hast du mich getroffen? Oh, ich pick's dich. Aua. Ich pick's dich. Okay. Robert. Ah nee, nicht Robert, Bernhard, ne? Und jetzt von Süden. Wir greifen sie von hinten an. Hab dich. Du hast keine Chance. Oh, Schwert geht auch nochmal nach oben. Was? Wo? Da. Ja. Ah, Piece of Cake. Ich hab's gesehen. Aber die Geiseln sind weg. Oh, da haben noch welche überlebt. Ah, die haben sich im Turm verschanzt. Herr, wir sollten den Befehl geben. Mal sehen, ob sich Istvan Toss auch aus dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Hanasch. Istvan! Es ist vorbei! Sollen wir etwa kommen und dich holen? Davon würde ich abraten, wenn dein Freund Divish sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanusch, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt, wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt hast. Ich habe keine Eile. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Feind in meinem Rücken? Ja. Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden. Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr. Und das meiner Gefährten. Wenn du Herrin Stefanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Keine Rache. Also gut, aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stefanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Skarlitz frei. Das steht außer Frage. Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug?
Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanusch. Gib Herrin Stephanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Istvans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig! Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen. Wir kommen runter. Ihr habt ihn gehört. An eure Arbeit. Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten. Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich. Er ist ein Mörder und ein Lügner. Gute Männer fanden seinetwegen den Tod. Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre. Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt ihr meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke. Holt die Pferde. Irgendeiner macht jetzt Quatsch. Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Devish! Stephanie. Bitte vergib mir, mein Gatte, es tut mir leid. Was denn? Dass ich sie in die Burg ließ. Oh, komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Ich wusste nicht, wer er war. Er sagte, er sei dein Freund. Das spielt keine Rolle. Hat er dir wehgetan? Nein. Heinrich. Ich hoffe, man kann deinem Wort trauen. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Scarlet frei. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Verzeiht, dass ich dich von deinem Vater fernhalte, aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Oh. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ich freue mich schon darauf. Ja! Schnell, auf die Zinn. Wir müssen wissen, in welche Richtung sie reiten. Tatsächlich, sie reiten Richtung Scarlets. Aufsitzen, Heinrich. Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln. Oder willst du, dass er zu Fuß zurückmarschiert? Ich ahne Schlimmes. Ne? Okay, Moment. Kann ich speichern? Okay, das tue ich nämlich auch. Okay. Die Dinge doch ändern können. Was meinst du? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Wochen? Könnte hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Ratei nachgejagt und du hast Rüben gezogen. Und nun sieh uns an. Zwei Veteranen. Ja, das sehe ich. Ich war Schmiedegeselle und kein Rübenzieher. Du kommst gleich hinaus. Was glaubst du? Wird Toss Wort halten? Er ist ein Adliger. Ja, ich auch. Herr Ratzig wird dort sein. Kann ich selber reiten, oder? Da, guck mal einmal nicht hin, da haut er ab. Lass ihn da sein. Lass ihn da sein. Was Bitte. Soll ich ihm sagen? Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Papi. Ja. Hoffentlich ist er dort. Und wohlauf. Ja. Wie du Toss aufgespürt und ja. dich in Branik eingeschlichen hast. Ja. Also ich will damit sagen, Hut ab, Heinrich.
Ich hätte das nicht. Ich bin ja auch ein Teufelskerl. Ehrlich gesagt, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich musste es einfach tun. Na? Reiten wir jetzt echt hier den ganzen Weg? Was wirst du jetzt machen? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine 3 Tage vorausgedacht. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Ratai und meine Leute tun. Etwas Großes. Ah. Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Er hat eine schöne Rüstung. Ich hätte die gerne. Die Frage ist, war ich zu schnell? Eigentlich nicht, ne? Weil eigentlich haben wir das doch, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist hier. 95, 96, irgendwas so in dem Dreh. War ich zu schnell? Also gefühlt habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt hier irgendwann im Ziel ankommen, ist das Spiel vorbei. Also das eigentliche Spiel soll ja noch ein DLC kommen. Komm. Tja. Keine Spur von ihnen. Weiter. Da hinten ist Scarlett. Dort! Freut mich, dass Istvan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Istvan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwild. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie ihr. Na. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Auf geht's! Ach, das machst du jetzt selber, nicht ich, ja? Wahrscheinlich muss ich ihn retten. Geht es dir gut, Vater? Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir, ich muss zu Fuß zurück. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht. Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Hat er den Schattenrock an? Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen, dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater, Martin meine ich, und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann. Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt? Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher. Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Schätze, das lag dir im Blut. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Es gehört nicht mir. Es ist dein.
Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Ja, doch. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Und seinen Namen. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen. Wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. Du kannst fahren. Schön, schön. So habe ich es mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Wer das wohl ist? Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will. Wir werden es bald herausfinden. Das war's. Ich hab's gewusst. Tja, das war Kingdom Come Deliverance von den Warhol Studios. Ja, das spricht irgendwie. Mir hat das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Das ist schon mal vorneweg. Es hat wirklich seine Schwächen und ich denke mal, die konnte man während des Spiels hier und da sehen. Es wirkte an einigen Stellen doch ein bisschen kantig und ein bisschen unrund. Dass keine Kinder da waren, war auch ein bisschen seltsam, aber nun gut, das ist immer so eine Sache, wie weit ethisch geht man dann nach unten, besonders in so einer brutalen Zeit. Ich fand es relativ, okay, ich kann es nicht beurteilen, sorry, ich versuche es bloß zu schildern. Ich fand es relativ authentisch, wenngleich wahrscheinlich aufgrund der Übersetzung bestimmte Begrifflichkeiten und Schimpfwörter ich der Meinung bin, die es damals nicht gab, aber man möge mich da korrigieren, also dieses besondere F-Wort und solche Sachen. Das ganze Spielprinzip hat mir sehr gut gefallen, die technischen Probleme mal davon abgesehen, also ich fand stellenweise es doch ein bisschen schlecht performant. Wenn ich Spiele im Vergleich sehe, die optisch vielleicht sogar noch einen Ticken besser sind von einigen, ja, weiß ich nicht. Wir haben so Pferde, die irgendwo verbacken oder sonstige Sachen. Sicherlich, das ist in so einer Spielwelt und in dieser offenen Spielwelt immer sehr schwierig und das sehe ich den Leuten auch nach. Es hat bloß manchmal wirklich gestört. Dass man sehr viele Freiheiten hat, wie man etwas macht, das fand ich wirklich sehr gut und habe ich auch soweit ausgenutzt. Ich habe versucht, ein bisschen, ja, von mir reinzubringen, also wie man es halt so nennt. Also, manchmal so, ja, jetzt musst du doch dran glauben, aber eigentlich doch eher, wir sind ein guter Mensch, hoffe ich mal, gewesen. Ne? Die Quests fand ich sehr abwechslungsreich. Ich fand auch das Suchen der Schätze oder eben halt der ganzen Sachen sehr abwechslungsreich und gut gemacht. An einigen Stellen hat mich das die Alchemie doch ein bisschen zu Weißglut getrieben. Besonders wenn ich dran denke, dass ich diese 60 Hahnschreie da zusammentragen musste, die ich natürlich dann gekauft habe, logischerweise. Ja, Henry hieß er und nicht Heinrich, ne? Also, wenn man sich das hier betrachtet, man sieht das hier gerade, aber ohne Maus. Was gibt's noch zu erzählen? Es hätten ein paar Modelle mehr
gut getan. So hatte man sehr oft so einen Wiederholungseffekt von den Charakteren beziehungsweise von den NPCs in einigen Gegenden. War jetzt aber nicht tragisch. Also, oder andersrum, ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, das schaffst du nie, ja, aber immer später sind wir dann irgendwann leider, vielleicht auch genau deshalb, leider aufgrund der Rüstung, die wir bekommen haben, aus dem Vorbestellerbonus, ne? Da hatten wir ja die Warhorse-Rüstung und die war einfach nur imbar. Also dann hatten wir noch das Schwert irgendwo mal gefunden, ich weiß nicht, ob wir es zufällig gefunden haben oder nicht, mit dem ich eigentlich bis zum Schluss gekämpft habe und eigentlich nur gepiekst habe. Also die Schwertkämpfe, leider muss man dazu sagen, guck mal, seit 2013 produzieren die schon, ne? Die Schwertkämpfe, muss man leider sagen, fand ich oberflächlich, es war ja nur pieksen. Es war nur pieksen. Was anderes habe ich ja nicht gemacht, ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Also eigentlich fast immer funktioniert. Und ich bin damit dann ab der, ich würde mal sagen, Drittelhälfte des Spiels problemlos durch fast alle Kämpfe durchgekommen. Der letzte schwierigste Kampf war, als wir gegen den Hünen gekämpft haben in Vranek. Vranek, ja, ich glaube, das war Vranek, ne? In dieser Mühle oder was es da war, die dann nachher abgebrannt ist später. Das war, glaube ich, das, so das Letzte, wo es doch sehr haarig wurde, weil wir ja auch nicht so viel hatten und nichts zum Trinken und naja, so eine Sache. Ihr wisst ja, was ich meine. Aber danach war es eigentlich relativ gut. Die Geschichte, ja, der Plot-Twist mit Heinrich, dass er eben halt ein Adliger ist, zumindest ein Halbadliger, ne? Ja, ist okay. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich dachte, wir sind dann eben halt Knappe und allem drum und dran und nicht dann später Adliger. Jetzt sind wir's. Wie sich das entwickelt und was daraus wird, lassen wir uns überraschen. Es soll noch DLCs geben, oder ein DLC geben, wo man auch vielleicht eine Frau spielen kann. Ich glaube, ja. Da bin ich mal gespannt. Und was auch noch so kommen wird, bin ich sehr gespannt. Was gibt's noch zu sagen? Also, wie gesagt, es ist ein sehr gutes Spiel, in meinen Augen. Es kommt aber an andere Spiele aus dem Genre nicht so richtig ran. Also man muss es mögen. Ich fand es stellenweise, und man möge mir das verzeihen und mich nicht hauen, besser als, siehst du, ich krieg nicht mal den Namen von Bethesda. Ihr wisst, was ich meine. Ich fand es besser, weil es hat mich doch eher gepackt, dort weiterzumachen. Apropos weitermachen, einige Quests waren doch sehr verbuggt, deswegen haben wir sie eigentlich gar nicht gemacht, weil sie verbuggt waren. Aber an Witcher 3 wird das Spiel nicht rankommen. Aber es ist wirklich stimmig umgesetzt, es ist von den ganzen Rüstungen und so weiter sehr stimmig umgesetzt. Das ganze Ambiente hat gestimmt. Jetzt zum Schluss mit dem, wir haben keinen Hunger mehr und kein Dings. Wir konnten uns ja leveln mit den Punkten. Dass man das aufgrund, wie oft man etwas macht und so weiter, nach oben getrieben hat, das fand ich auch gut. Also nicht von wegen, wie viele haben wir um die Ecke gebracht oder erfahren. Erfahrungspunkte so bekommen, sondern wir haben das durch Üben geschafft. Auch eine schöne Sache. Ja, ein sehr gutes Spiel und ich kann es nur ans Herz legen, falls man das nicht schon längst gekauft hat. Vor allem die paar, die das eben halt mit angucken, haben es vielleicht selber gespielt oder haben vielleicht dann Lust, es selber zu spielen, weil es sehr wohl ja noch einige Passagen im Spiel gibt, die anders ablaufen als das, was ich gemacht habe. Ich mach mal hier schließen, mal gucken, was passiert. Ob hier was passiert? Oh. Sonnenaufgang. Pass auf. Du schlägst dich gut, Junge. Oh. Vater. Na komm. Du weißt, der bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter. Ich vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Weshalb? Ich ließ euch im Stich.
verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Und jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Geh nicht. Geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur... Ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. No. Spiel gespeichert. Tja. Wisst ihr, was mich doch interessieren würde? Hätte man das alles auch ohne Kämpfen schaffen können? Das ist ja cool. Auch ohne Kämpfen schaffen können? Quest begonnen, Epilog? Okay. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Ah, guck mal, unser Zimmer. Das machen wir in der nächsten Folge. In der Epilog-Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.